Netflix hat neue Zahlen geliefert, meine lieben Aktienfreunde. Der Kurs ist förmlich explodiert. Ihr könnt es hier sehen. Nachbörslich ist die Aktie fast um 15% gestiegen, 14,4%. Man darf ja leicht aufrunden. Die Zahlen haben überzeugt. Wir schauen uns in diesem Video die Zahlen an und wir gucken jetzt natürlich, versuchen herauszufinden, was ist wirklich passiert und ist die Aktie kaufenswert. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht ums langfristige Investieren, unter anderem in Aktien wie Netflix, die ja zeitweise um über 70% verloren haben. Die Netflix-Aktie hat jetzt ein richtig langes Siechtum hinter sich. Ihr könnt das dann hier sehen, schön beim ja, Year-to-Date. Das ist das Siechtum, zwischendurch um die 70% verloren. Und jetzt will man einen Kurssprung haben. Die Aktie wird jetzt dann, wenn sie eröffnet, vermutlich so um die 270, 280 US-Dollar kosten, statt 240 US-Dollar. Und das kann jetzt natürlich die Zeitenwende tatsächlich sein, denn ich hatte letzten Mal schon ein Earnings-Update in unserem Premium Research gemacht. Das war hier gewesen, als die letzten Quartalszahlen oder jetzt mittlerweile schon die vorletzten rausgekommen sind. Und das Fazit damals war Netflix als renditestarker Turnaround ein Kauf. Ich habe auch Netflix selber im Depot, halte das Management für sehr fähig. Und so wie es jetzt aussieht, trägt die Strategie nun Früchte. Wir kommen gleich im Detail darauf. Vorher aber möchte ich euch mal erzählen, was für ein unheimliches Glück ihr habt, denn es regnet hier in Thailand seit Tagen in Strömen. Und das hier ist die Wettervorhersage. Es soll auch weiterhin in Strömen regnen. Und deshalb mache ich jetzt dieses Video hier, weil ich habe bereits, als ihr noch schön geschlafen habt, heute Nacht um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit, würde ich sagen, angefangen, das Earnings-Update zu schreiben, mich damit zu beschäftigen. Der liebe David Sauceda macht das weiter und wir werden dann bei uns im Premium-Bereich auch ein Earnings-Update, ein neues Earnings-Update, der Nachfolger von dem hier quasi dann veröffentlichen. Da stehen dann die ganzen Sachen, die ich hier erzähle, nochmal drin, aber natürlich etwas besser formuliert und im Zweifelsfall auch etwas ausführlicher. Aber das Wesentliche solltet ihr jetzt schon mitbekommen. Und zwar noch an der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, auch wenn meine Meinung zu Netflix vermutlich recht eindeutig ausfallen wird. Was ist passiert bei Netflix? Ich habe hier eine kleine Tabelle gemacht. Das sind die sogenannten Key Performance Indicators. Jedes Unternehmen hat gewisse Kennzahlen, auf die der Markt schaut, zu Recht, weil die wirklich eine Aussage treffen darüber, wie es mit dem, bei dem Unternehmen läuft. Und worauf alle Leute zuerst mal gucken, bei Netflix. Bei Tesla sind es die Anzahl der ausgelieferten Autos, wie viele wurden verkauft. Bei Netflix sind es die Subscriber added. Das heißt, um wie viel ist die Abonnentenbasis gewachsen? Und in den letzten 2 Vorquartalen, Q1 und Q2, hatten wir ein Negativwachstum gehabt. Insgesamt war es rückläufig um 1,2 Millionen Abonnenten, die verloren gingen. Und das hat dem Markt ja überhaupt nicht gefallen. Ich habe hier auch eine Grafik, da seht ihr das Ganze. Und zwar hier seht ihr das Wachstum. Hier haben wir die 2 Quartale mit Negativwachstum. Und jetzt hat Netflix wieder zugelegt. So die Kurve, hier ist die Kurve gekriegt. Und man hat zugelegt um wie viel? Um 2,4 Millionen Subscriber. Ist es viel? Ist es wenig? Wenn man verguckt in die Vergangenheit, da ist das Wachstum vor allem während Corona deutlich stärker ausgefallen. Da hat man mal eine Spitze an die 16 Millionen. Also es ist so gesehen niedrig. Aber es kommt ja auf mehrere Dinge an. Zum einen, wie war es vorher? Und dann gibt es ja noch gewisse Sonderfaktoren wie Corona. Aber was jetzt erstmal den Kurs bewegen wird, das ist nicht das, was vor x Quartalen passiert ist, sondern das ist das, was die Analysten erwartet hatten. Und die hatten knapp 1,1 Millionen neue Abonnenten bzw. Abonnentenwachstum damit gerechnet. Und das heißt, es gab eine Surprise, dass die Erwartung wurde geschlagen um über 200%. Naja, eigentlich sind es 100%. Da müsste man hier nochmal wahrscheinlich eine Minus 1 in die Formel machen. Also um über 100%, ja, über das Doppelte. Und das Management hat auch um die 1 Million getippt, tatsächlich vermutlich dann natürlich auch dann die Analystenhorde dran orientiert, ist ja okay. Das ist also sehr, sehr positiv ausgefallen und das erklärt jetzt auch dann die Kursbewegung, denn die Abonnenten, das ist natürlich die Basis, von wo aus die Gewinne dann am Ende realisiert werden. Apropos Gewinne, da ist das nächste. Gewinn pro Aktie laut US-GAAP 3,10 $. Mit was hat man gerechnet? Mit 2,14 $. Also hier 45% die Erwartungen übertroffen, fast um die Hälfte.
Und jetzt wird es langsam interessant, denn wir haben ja den US-Dollar. Und der US-Dollar, der tut ja den US-Unternehmen bei den Gewinnen doch normalerweise jetzt etwas in die Suppe spucken. Wo haben wir ihn? Hier ist er. Und was ich hier, ihr seht hier, der US-Dollar kennt gegenüber dem, oder hier ist es ja Euro zu US-Dollar, also der Euro kennt gegenüber dem US-Dollar nur eine Richtung, nämlich nach unten. So war es auch im letzten Quartal von Juni, Juli, nein, von Juli, August, September hier. Da hatte der Dollar 5% an Wert zugelegt gegenüber dem Euro. Und wenn man jetzt weiß, dass, und das kann man sich auch im Aktienfinder anschauen, rund 60% des Umsatzes außerhalb, wir müssen natürlich auf Regionen gehen, außerhalb der USA erwirtschaftet werden, beispielsweise in Europe, wo der Euro die Währung ist, dann wissen wir, dass die Umsätze weniger wert sind in Dollar und dass wir hier massiven Gegenwind haben beim bilanzierten Gewinn in Dollar. Jetzt muss man sich fragen, ja, komisch, aber die Zahlen sind ja gar nicht so schlecht ausgefallen, das werde ich ja gleich erklären. Aber schauen wir erstmal auf den Umsatz. Der Umsatz ist um 6% gestiegen gegenüber dem Vorjahresquartal. Er wäre aber um 13%, also über doppelt so viel gestiegen, wenn wir den starken Dollar nicht gehabt hätten. Also währungsbereinigt. Wurde trotzdem noch leicht. Die Analysten haben das natürlich gewusst. Und die Analystenschätzung wurde noch leicht, auch leicht übertroffen mit 1%. Ist also kaum der Rede wert. Operative Marge auch noch interessant, weil Umsatz und Margen normalerweise, die machen ja den Gewinn, ne? Und die operative Marge ist um 18% rückläufig gewesen, wie im Vorjahresquartal. Analysten haben aber mit einer noch niedrigeren Marge gerechnet. Insofern auch wieder positiv. Und natürlich, die Margen haben auch gelitten unter dem starken US-Dollar. Sie haben sogar noch stärker gelitten als der Umsatz unter dem starken US-Dollar, weil die Kosten von Netflix hauptsächlich in US-Dollar bezahlt werden. Also die fakturieren hauptsächlich in US-Dollar, auch scheinbar, wenn es Produktion und Netflix Originals sind außerhalb der USA. Und das heißt, Umsatz und ganz stark die Margen wurden durch den starken US-Dollar in Mitleidenschaft gezogen. Da ist dann die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass der Umsatz dann doch so stark gestiegen ist? Also die Analysten Schätzungen, die wurden zwar leicht übertroffen, insbesondere dann noch bei den Margen, aber der Gewinn ist extraorbitant stark gestiegen, sieht man hier an den Analystenschätzungen der Erwartungen. Hat damit zu tun, dass Netflix einen Teil der Schulden nicht in US-Dollar, sondern in Euro ausweist. Also die haben Euro-Schulden und diese Euro-Schulden sind jetzt weniger wert, in US-Dollar bilanziert und die haben um die 340 Millionen, 345 Millionen US-Dollar dadurch quasi an außerordentlichem Gewinn erzielt. Das heißt, die Nettomarge macht dann so einen Sprung nach oben, während die operative Marge quasi da bei 19,3 ist und die Nettomarge geht dann nach hoch. Und die Nettomarge entscheidet am Ende aller Tage, was als Gewinn hängen bleibt. Und das ist schon ganz gut. Da hat das Management also quasi so einen kleinen Hedge gemacht und der ist dann aufgegangen. Das Management geht übrigens auch davon aus, dass die Dollarstärke anhält. Das heißt, dass der Dollar weiter steigen wird gegenüber anderen Währungen wie dem Euro. So viel zu den Key Performance Indicators. Natürlich hat auch der Average Revenue per User, also der durchschnittliche Umsatz pro Abonnement, hat natürlich auch entsprechend gelitten, war mehr oder weniger unverändert gegen im Vorjahresquartal und hat sich auch bezüglich der Schätzung nicht viel getan. Ach, was auch noch sehr positiv ist, das ist der freie Cashflow. Der ist nämlich richtig hoch. Man hat nur mit 78 Millionen Euro gerechnet, Dollar gerechnet, sind aber 472 geworden. Der freie Cashflow, der ein oder andere wird sich daran erinnern, das war immer das Problemkind, beziehungsweise auch schon der operative Cashflow bei Netflix, war lange negativ. Hier seht ihr es, weil eben so viel Geld ausgegeben werden musste für die Eigenproduktionen, mit dem man so im Jahr 2012, 13, 14 hier dann richtig angefangen hat. Da wurde er dann auch negativ, immer negativer, weil man vorausschauend, weil das Management schon vorausschauend wusste, wenn wir erfolgreich sind, dann werden irgendwann die anderen uns nachmachen, beispielsweise Disney, und dann werden die
nicht mehr ihre Inhalte lizenzieren, weil sie für ihre eigenen Streaming-Kanäle wollen. Hat man also weit vorausgeblickt und dann entsprechend angefangen, eigene Serie und ab 2016 auch eigene Filme zu kreieren, zu produzieren, und das hat immer mehr Geld gekostet. Irgendwann dann aber hat Netflix die Kurve gekriegt zum hier momentan und später Break-Even, einmal positiv. Und man geht jetzt davon aus, ich greife etwas auf den Ausblick voraus, weil es gerade passt, dass man im Jahr 2022, also im laufenden Geschäftsjahr, 1 Milliarde Pi mal Daumen Dollar an freiem Cashflow haben wird, trotz des starken US-Dollars, und dass sich das dann weiter rasant erhöhen soll. Und das wäre wirklich positiv, weil dann wäre diese Geschichte hier, also immer ein Kritikpunkt an Netflix gewesen in der Vergangenheit, ja, der Gewinn steigt, aber sie verdienen ja trotzdem kein Geld letztendlich. Dann wäre dieser Kritikpunkt aus der Welt und damit auch entsprechend ein Risiko aus der Welt. Was auch noch interessant ist bei Netflix, ist natürlich dann, wie wird jetzt weiter versucht, das Wachstum anzuheizen? Und zwar, apropos Wachstum, schauen wir hier nochmal kurz auf den Chart. Ihr habt ihn schon gesehen, also jetzt die etwas über 2 Millionen Subscriber. Und noch erfreulicher, würde ich ja schon fast sagen, sind 4,5 Millionen Subscriber, also Neuabonnenten, die das Management für das laufende letzte Quartal Q4 2022 in Aussicht stellt. Dann wären wir dann also hier irgendwo, und das kann sich dann durchaus wieder messen lassen mit älteren Quartalen, auch wenn es natürlich nicht hier an den Corona-Gipfel herankommt. Und ich denke, das wird auch sehr positiv, oder das wird, ja, doch, das wird auch sehr positiv von der Börse aufgenommen werden. Jetzt gibt es darüber hinaus aber noch interessante Projekte, die Netflix hat. Netflix ruht sich nicht auf den Streaming-Lorbeeren aus. Sie versuchen jetzt, und auf den eigenen Inhalten, die sie produzieren, sie versuchen jetzt auch noch weiterhin das Wachstum anzukurbeln. Unter anderem im Gaming-Bereich. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Wo viel Potenzial aber auch ist, und ich denke, wo die Börse drauf schauen wird, das ist einmal der Bereich Werbung und einmal der Bereich Schwarzseher, das Heer der Schwarzseher. Das war ein bisschen Earnings Update genannt, was ihr dann auch bei euch bald anschauen könnt. Da werde ich mal hier, glaube ich, Teams schließen, so, damit die Kollegen hier euch nicht stören, wenn sie was von mir wollen. Gehen wir zuerst mal zur Werbung. Es wird einen werbefinanzierten, das wurde auch schon angekündigt, Tarif geben, der dann günstiger ist und der quasi auch Leute abholen soll, denen Netflix zu teuer bzw. teuer geworden ist. Die haben ja auch Preiserhöhungen durchgeführt. Ihr kennt es vom Alltag, alle erhöhen die Preise, Stichwort Inflation. Und man kriegt dann quasi neue Abonnentenschichten, wenn man so möchte. Wer bereits Subscriber ist, der bleibt in dem Tarif, in dem er ist, aber man kann quasi downgraden. Ist natürlich ein Risiko, durchaus, aber man erschließt dadurch auch neue Kundschaften. Und wie sieht das jetzt aus? Ich habe hier für die USA mal hier die Preise dargestellt, wie sie sich so entwickelt haben. Und wir hatten jetzt, momentan haben wir noch drei Tarife, das sind die hier in den USA. Die gehen von 9,99 bis 19,99. Und bald, alles in der ersten Novemberhälfte, also bald, innerhalb der nächsten 3, 4 Wochen, wird es dann, und zwar nicht nur in den USA, sondern fast in allen wichtigen Märkten, also auch Deutschland, Großbritannien, USA, Kanada etc., wird dann dieser neue Tarif ausgerollt. Basic mit Werbung habe ich ihn hier genannt, kostet dann in den USA 6,99. Ist also deutlich weniger als zum Beispiel dieser Premium-Tarif oder der Standard-Tarif oder der Basic-Tarif auch. Also da könnten quasi Umsätze verloren gehen, wenn die Leute nach unten wechseln. Aber 5 Minuten Werbung, Pi mal Daumen, innerhalb von einer Stunde, also das geht einem ja schon auf die Nerven. Also mir wird es wirklich auf die Nerven gehen. Und je nachdem, wie viel man Netflix konsumiert, da kann es dann 1 Stunde oder mehr Werbung sein, die man sich da immer reinziehen muss, weil das kann man ja nicht abschalten, vermute ich mal, also nicht wegklicken. Also das wäre mir das nicht wert, ja, da jetzt zum Beispiel $3 einzusparen. Also ich vermute hier, da eher, dass der Vorteil quasi überwiegt und dass man hier eher neue Abonnenten gewinnen wird, als das Bestehende sich downgraden lassen. Übrigens gibt es ja auch bei Amazon Prime beispielsweise Werbung. Also das scheint schon so eine Geschichte zu sein, die jetzt Industriestandard werden wird, dass man hier dass man im Streaming auch Werbung anbietet. Das ist eine. Das andere ist der Bereich der Schwarzseher. Und da hätte ja Netflix rechnet damit, dass
ungefähr 100 Millionen Schwarze her. Es gibt also das ist eine Menge. Kunden gibt es, wie viele Kunden gibt es von Netflix? 200 noch was Millionen. Muss ich mal kurz gucken, wie viele es sind. 223 Millionen und nochmal 100 Millionen, die quasi für Umme gucken. Ich kenne auch einige davon übrigens, nenne aber keine Namen. Jetzt wäre es ja möglich gewesen, dass Netflix mit der Sanktionskeule kommt und sagt, geht gar nicht, ihr habt gegen die AGB verstoßen, wenn wir das rauskriegen, weil das viele unterschiedliche Geräte in unterschiedlichen Locations, IP und so weiter, Stichwort, kann man ja alles rauskriegen durch Tracking, auf ein Abonnement zugreifen, dann subventionieren, sanktionieren wir das, gehen vielleicht sogar rechtlich vor. Wäre ja möglich, es gibt, wäre möglich. Aber Netflix bzw. das Management hat sich für einen anderen Weg entschieden, einen konstruktiven Weg, so nenne ich es mal. Und sie führen technische Neuerungen ein, die es eben erlauben, zum Beispiel den bestehenden Netflix-Kreis zu erweitern um Bekannte und Freunde, indem man beispielsweise Unterkonten anlegt, indem man auch Profile übertragen kann. Und das ist so ein Unterkonto dann, das man an einen Freund weitergeben kann, ist dann günstiger als ein normaler Tarif. Auch hier ist dann wieder die Gefahr gegeben, dass die Leute quasi ihr formales, eigentliches Netflix-Abo aufgeben, um ihrem Freund zu sagen, hey du, add mich mal mit so einem Unterkonto, dann habe ich $3 gespart oder wie viel auch immer. Wäre es theoretisch möglich. Ich gehe wieder davon aus, dass der Vorteil überwiegt, das heißt, dass mehr Schwarzseher konvertiert werden, als sich bestehende Abonnenten quasi downgraden lassen. Oder also ihr versteht, was ich meine. Und falls es nicht so sein sollte, dann wird Netflix vermutlich gegensteuern. Also sie haben auch oft gesagt, dass das Ganze sowohl bei dem werbebasierten Tarif als auch hier jetzt, wo man gegen die Schwarzseher vorgeht, aber im konstruktiven Sinne, da ist auch Trial and Error dabei. Aber ich finde, das Management hier macht sich wirklich verdient und versucht, konstruktive Lösungsvorschläge zu finden im Einklang mit den Zuschauern und nicht gegen sie zu arbeiten. Insofern macht, wie ich finde, das Management eine wirklich gute Figur, muss ich sagen. Das hat auch schon im letzten Earnings-Update so, da hat mich das Management auch schon überzeugt. Im Gegensatz zum Beispiel bei PayPal, die ja echt eine Show-Me-Story geworden sind. Und das war jetzt auch eine Show-Me-Story, aber da habe ich einen positiveren Eindruck und ich meine, es bestätigt sich jetzt, dass die jetzt wirklich abliefern. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist auch entscheidend, das ist die Bewertung. Und wir sehen hier die Bewertung von Netflix. Ich habe lang und ausführlich erklärt, hier, wie ich die Aktie bewerte und warum ich so bewerte. Und ich bewerte Netflix anhand des KUVs und nicht des Gewinns beispielsweise. Und das machen wir jetzt auch. Und wir haben hier den Umsatz. Und ich will es gerade mal ein bisschen kleiner machen, damit man es besser sieht. Steuerung und Mausrad. Jawohl, jetzt funktioniert es auch. Und wie ihr hier seht, ihr könnt hier nochmal schön sehen, wie die Aktie abgeschmiert ist. Die war teilweise bei $170 und noch tiefer. Also hier Rendite 75% Kursverluste innerhalb weniger Monate. Das war schon sehr heftig. Und jetzt dann werden wir bei Kursen landen, wenn die Börse aufmacht, zwischen 270 und 280 US-Dollar. Wir haben hier 275,50 US-Dollar. Wir haben jetzt im Schnitt eine Bewertung beim KUV von 5,8. Jetzt müssen wir aber natürlich sehen, und zwar seit 2012, der 10-Jahres-Zeitraum, den wir in der dynamischen Aktienbewertung als Standard erstmal heranziehen. Irgendwas muss man ja nehmen und 10 Jahre eignen sich erstmal hier einfach als Standard. Wir sehen aber, wenn wir die Wachstumsraten uns anschauen, dass das Wachstum hier gigantisch war in den Jahren 2014, 2016, 2017. Ich überspringe immer 2 Jahre, kann ein bisschen reinzoomen, dann sieht man auch hier jedes einzelne Jahr. Auch beim Umsatz war er sehr stark. Und jetzt können wir mal rechnen mit einem Umsatzwachstum von vielleicht 10% für das laufende Geschäft sei eher nicht, eher so um 7% und dann sollte es so in Richtung 10% gehen. Hängt natürlich damit zusammen, wie die Strategien Früchte tragen. Hängt ein bisschen mit der Konkurrenz zusammen. Aber bei Konkurrenz, Netflix, und da haben die auch nochmal drauf Wert gelegt, sind wirklich die einzigen Streamer, die ergebnispositiv sind, die damit Geld verdienen. Alle anderen müssen natürlich aufholen. Amazon
Und Disney und die verbrennen Geld. Amazon hat ja jetzt, glaube ich, 715 Millionen, ne? Dollar hat ihr Herr der Ringe gekostet. Ich habe auch Amazon Prime übrigens, habe es aber gar nicht erst angeguckt. Die Kritiken waren ja so schlecht. Wenn das Netflix gemacht hätte für 715 Millionen Dollar einen Flop, das hätte sich aber im Aktienkurs bemerkbar gemacht. Bei Amazon sind es quasi Peanuts. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, wir haben hier zweistelliges Wachstum. Man sieht auch sehr schön am Umsatz zwischen 20 und 30% in der Vergangenheit. Und das ist jetzt runtergegangen, sagen wir mal, dann auf hohen einstelligen bis ganz niedrigen um 10% Umsatzwachstum im Jahr. Das heißt, wir können dann hier das KGV nicht länger benutzen. Das habe ich auch damals schon so gemacht beim Earnings Update. Da habe ich es dann auch nach unten korrigiert gehabt zunächst. Und zwar sieht man es hier. Ich habe es zuerst nach unten korrigiert gehabt auf 3 redaktionell und dann wieder auf 3,5 angehoben, weil ich gesagt habe, das Management ist ziemlich gut. Und ich habe es da nicht so negativ gesehen, die Bewertung wie der Markt, der ja die Aktie mit einem 3er-KUV bewertet hat. Mittlerweile hat sich Netflix ja bereits wieder erholt. Hier sehen wir das KUV, ne? Da lag es sogar bei 2,5. Jetzt sind wir bei 3,5 wieder angelangt. Und wir müssen aber trotzdem nach unten korrigieren. Jetzt, ich hatte es ja da auf 3,6 gehabt, glaube ich, im Earnings Update. Jetzt trägt die Strategie schon Früchte. Jetzt können wir durchaus auch höher gehen und passen wir uns den Markt an, nicht irritieren lassen, das ist der faire Wert bereinigt, den brauchen wir nicht. Passen wir uns den Markt an. Wir gehen da etwas hoch an die Bewertung. Natürlich ist auch die aktuelle Bewertung jetzt schon wieder höher gegangen, weil der Aktienkurs ja bereits wieder zugelegt hat. Ich habe es euch an den Multiples gezeigt, aber man sieht es ja auch hier um 57%. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Von 175 auf 275 US-Dollar hat er zugelegt. Aber nicht ins Boxhorn jagen lassen. Jetzt kommt ja die typische Reaktion: Ach, da mal, da, ja, da hätte ich kaufen sollen. Ne? Da hätte ich kaufen sollen. Ich habe es übrigens auch nicht gemacht. Ja, jetzt ist der Zug ja schon abgefahren. Na, ist es so? Nein, nicht unbedingt. Ist ja genau wie so. Hier, jetzt kaufe ich, jetzt ist die Aktie günstig, jetzt ist die Aktie günstig. Nein, zack, wird sie noch günstiger. Also man weiß nicht, wohin der Aktienkurs sich bewegt, aber man kann es anhand des fairen Werts versuchen zu bestimmen. Und das machen wir jetzt mal. Und dann gehen wir hin und holen uns den fairen Wert Umsatz auf den 4er KUV. Also jetzt würde ich sagen, schon fair finde. Wir haben operative Margen von 20% und das Ganze läuft sehr stabil. Und man könnte hier sogar noch theoretischen Aufschlag machen, zu sagen, wir haben sehr unsichere Zeiten momentan. Geschäftsmodelle stehen auf der Kippe oder kommen schwer damit zurecht. Netflix kommt mit der aktuellen Situation, denke ich, relativ gut zurecht. Also besser als in Anführungszeichen das Durchschnittsunternehmen. Besser auch als noch risikoärmere Unternehmen, beispielsweise in der Konsumgüterindustrie, Procter & Gamble, Unilever oder so, die dann auch immer rückwirkend mehr oder weniger die Preise weitergeben müssen. Und insofern halte ich das schon ein 4er KUV, finde ich schon okay. 10% Wachstum aus meiner Sicht ist da drin, wenn wir langfristige Investoren sind. 20% plus operative Marge. Ich denke, das kann schon passen. Viel teurer soll es aber dann auch nicht werden. Also 4er KUV, denke ich, ist okay. Also, ihr habt es verstanden. 4er KUV finde ich okay. Fairer Wert Umsatz, zack, dann sieht das Ganze so aus. Und ihr seht hier in der Vergangenheit, dass die Aktie ja viel, viel höher bewertet war, aber da ist sie ja auch stärker gestiegen. Und jetzt wird es natürlich interessant, wir zoomen mal rein. Was für eine Renditeerwartung haben wir denn da? Und gucken wir mal auf das laufende Geschäftsjahr. Da liegt die Renditeerwartung bei 7,3%. Nachdem die Aktie dann schon gestiegen ist, wenn man dann entsprechend vorher eingestiegen wäre, hier bei 245 US-Dollar. Also quasi gestern, dann wäre sie bei 17,4% gelegen. So ist es halt, wenn neue Zahlen rauskommen. 7,4% und nochmal ein Jahr länger. Die Hilfslinien möchte ich doch wieder ausblenden hier an der Stelle. Genau, habe es nämlich nicht genau erwischt. So, und dann würde vermutlich die Rendite etwas steigen, 8,7%, klar, weil das Wachstum gegen 10% geht von Jahr zu Jahr, wird die Aktie immer ein bisschen mehr wert. Das heißt, je länger wir die Netflix-Aktie im Depot liegen haben, umso mehr nähern wir uns den 10% an. Hier ist Renditeerwartung, hier sind es schon 9%. So, jetzt haben wir ein Problem, ne? Vielleicht, dass der ein oder andere sagt, boah,
es ist mir jetzt nicht mehr hoch genug, weil gutes Management in Ordnung. Der Turnaround scheint auch zu kommen, in Ordnung. Das Geschäftsmodell ist jetzt auch nicht, es trägt auch in schwierigen Zeiten in Ordnung, aber die Renditeerwartung ist in der allgemeinen Börsenlage für mich trotzdem nicht hoch genug. Kann ich akzeptieren, durchaus. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als ein Kauflimit zu setzen, wieder weiter unten. Aber nicht ärgern, wenn die Aktie dann davonläuft und irgendwann halt noch teurer ist. Das ist natürlich die Krux, ja. Hätte Fahrradkette, hätte man gestern Netflix gekauft. Ich hatte Netflix gekauft, da waren die noch ein bisschen teurer gewesen. Ich bin, glaube ich, noch im Minus. Muss nur noch mal gucken. Ich bin ziemlich sicher noch im Minus. Irgendwo hier habe ich sie gekauft, da irgendwo, denke ich. Und ich behalte die Aktie einfach. Und ich freue mich natürlich, dass der Turnaround zu gelingen scheint. An der Stelle nochmal, keine Kaufen, keine Verkaufempfehlung. So, ich glaube, ihr wisst jetzt, was bei Netflix Sache ist. Ihr habt wirklich Glück mit dem Wetter. Morgen gucken wir uns Tesla wahrscheinlich zusammen an. Das wird auch nochmal ganz, ganz interessant. Ich bin ja auch Tesla-Aktionär. Dann schauen wir mal, was bei Tesla rumkommt. Elon Musk hat angekündigt, er wird er wird beim Earnings Update, beim Earnings Call da sein. Und nein, ich hoffe, der wird keinen Scheiß verzapfen. Ne? Mir wäre es lieber, er wäre weggeblieben. So sieht es auch die Community. Naja, mal schauen. Aber das wäre jetzt erstmal das zu Netflix. Hofft, dass in Thailand keine Sonne scheint morgen. Dann werde ich mir wahrscheinlich kein Video machen. Falls es weiter regnet, kriegt ihr von mir auch ein Video. Aber auf jeden Fall werdet ihr auch zu Tesla, genauso wie zu Netflix, bei uns ein Earnings-Update bekommen. Hier wird bald Netflix erscheinen und dann danach Tesla. Okay, das ist es gewesen aus Thailand. Viele Grüße, danke fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif. Das ist das OBS-Studio. Ciao.